Drem, ihr Lockwitter zur Gemeinde und willkommen zum vierten Video zu Deadly Days. Ich habe es leider verkackt gehabt, aber habe jetzt nochmal eine Runde rangehängt und da bin ich jetzt soweit durch. Ich habe jetzt hier auch das automatische Scharfschützengewehr freigeschaltet, habe sogar unterwegs mal noch eine Armbrust gefunden. Scheine jetzt hier nicht ganz gut bestückt zu sein. Habe jetzt noch ein paar Hämmer gefunden. Die werden hier oben doch angezeigt als Währung. Hier kann man dann Waffen produzieren, ein paar legendäre, die ein bisschen aufrüsten. Und jedes Mal, wenn man sie aufrüstet, okay, jetzt habe ich natürlich zu wenig Hämmer, kann man denen zusätzliche Boni dazugeben. Also die Hautfähigkeit jeder dieser drei Waffen ist, dass diese Waffe beim Sterben nicht verloren gehen kann. Dann kann man sie allerdings jedes Mal noch ein bisschen mit mehr Hämmer aufstocken. Das heißt, wenn man sie zum ersten Mal holt, gibt es schon einen Bonus. Da habe ich jetzt hier Kugeln explodieren und einen kleinen Radius dazu geholt. Beim zweiten, beziehungsweise jetzt beim ersten Mal upgraden, habe ich hier 100% mehr Schaden gegeben. Beim zweiten Mal upgraden habe ich Kugeln schießen in Form von Blitzen auf zwei andere Ziele gegeben, was echt cool ist. Ich hätte allerdings wohl besser beim ersten doch die unbegrenzte Munition nehmen sollen. Ich wusste noch nicht, dass man da weiter upgraden kann, denn das ist tatsächlich allgemeine Funktion, dass man hier wählen kann, was für, dass es Bonis haben soll und welche Bonis es haben soll. Das ist eine relativ neue Verbesserung. Gab es beim letzten Mal, als ich es gespielt habe, noch nicht. Also, ja. Gut, dann habe ich jetzt hier gerade noch einen Charakter gekriegt. Hier, Count Roberts ruft 5 Fledermäuse herbei, die für ihn kämpfen. Interessante Angelegenheit. Jetzt kann ich durchs Hochleveln dem auch noch mehr auf dieser Fledermäuse geben. Und ja, ich habe alle 4 Kartenteile. Jetzt könnte ich natürlich einfach so weiterspielen. Hier noch einen Charakter mehr holen oder Baumarkt noch ein paar Hämmer auf dem Friedhof. Ja, eventuell würde die Rettung noch gehen. Ich weiß allerdings nicht, wenn ich jetzt noch reingehe. Wann war die letzte Erhöhung? Sehe ich das irgendwo? Nein, sehe ich nicht. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wo die letzte Erhöhung war. Ob ich es mir noch geben soll, hier den einen hier noch zu holen, dann wären wir zu 5. Ich glaube, das mache ich sogar noch. Das heißt, ich mache hier jetzt nochmal einen Schnitt. Wenn ich den 5. geholt habe, dann gehen wir hier los. Und ja, die letzte Mission, die ist von jetzt an immer verfügbar. Also kann ich jederzeit machen. Also, bis gleich. So, da wären wir wieder. Ich habe jetzt hier noch jemanden geholt. Amy Clark. Erhöht Nachladegeschwindigkeit. Also wäre es eigentlich ganz gut, wenn sie hier die Bazooka nimmt. Dann gebe ich ihm hier das und ihr geben mir die Bazooka. Ich denke, das dürfte jetzt so ganz gut passen. Verticken wir hier erstmal noch alles. So, okay. Ich habe keine Erhöhung der Gefahrenstufe gekriegt. Das ist perfekt. Dann gibt es jetzt hier erstmal noch ein bisschen die Level erhöhen. Das erhöht nämlich auch ihr maximales Leben. Hier einfach mal die Äpfel raushauen, denn die brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich jeden Apfel als letztes noch hier als Level verbraten. So, dann. Ja, machen wir. So. Keine Äpfel mehr, ist aber auch egal, weil es ist sowieso die letzte Mission. Entweder ich verkack's, dann ist Game Over, oder ich schaff's, dann ist Game Over, weil geschafft. So, der hier hat jetzt schon 13 Fledermäuse. Das wird lustig. Sie hat eine Nachladegeschwindigkeit von 52%. Na, hoffen wir mal, dass das gut ist. Na dann, weiter. Letzte Mission. Die Blitzis, die sind leider ein bisschen nervig. Mal gucken, ob ich es schaffe. Also hier sehen wir schon, die Fledermäuse flattern hier schon alle um mich rum. Ja. Die Mucke der letzten Mission. Ein Tor öffnen und ab in die Fabrik. So, da wären wir. Jetzt muss ich die Dinger hier zerstören. Oder nicht? Ach nee. Wow. Hier muss ich die großen Zombies alle töten. Okay, okay.
Holy fuck, was ist los mit euch? Warum kassiert ihr so viel Schaden? Ach so, das ist ein giftiger Hund. Iuiuiuiui. Na los, haut den giftigen hier weg. Boah, Alter. Alter, ist das hart. Zum Glück habe ich hier den AOE-Heal, Mann. AOE-Dauer-Heal. Ich glaube, der rettet mir hier gerade so ziemlich den Arsch, Mann. So, noch einer. Das. Na los, killt ihn. So. Die Fledermäuse respawnen offenbar. Das finde ich echt cool. Okay. Was ist nächste? Finde den töte alle speziellen Zombies. Ach du Scheiße. Okay, das hier. Ach du Scheiße! Leute, was habt ihr? Meine Fresse, ey. In Bewegung bleiben. Heilen. Weg, 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 weg. Ah, was? Warum? 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 Boah. Was? Was? Warum? Was schadet mir hier so? Holy fuck. Los, fetzt diese gasigen Säcke weg. Huch. Was, das war schon? Ich habe schon alle? Krasser Scheiß. Boah. Okay, Abschaltung. Finde Fabrik. Stoppe die Fabrik. Töte den Boss. Okay. Ah. So. Ja, fetzt mal hinterher. So, passt. Ich glaube, die Fledermäuse lenken die auch ein bisschen ab. Okay, jetzt muss ich hier zuerst die Fabrik stoppen und dann muss ich den Boss killen. Ich glaube, der spawnt erst später. Na schön. Gott, wird das haarig. Vor allem, wenn dann der Boss spawnt. Ich weiß nicht, was es für einer ist. Ich habe das hier noch nie gesehen, so. Oh, wir haben es bald. Fledermäuse machen hier ihren Job. Alter, wie die einfach zerlegen. So, das war's. Jetzt Boss. Wo ist der Boss? Da unten ist er. So. Na dann, hallo. Ich bin da. Immer so den Heal reinhauen. Wie gesagt, der erhöht nämlich auch mein Leben durch die eine Passive. Also den Schaden meine ich. Und allein deswegen ist es einfach schon von Vorteil, den permanent einzusetzen. Oh, der Kopf ist ab. Oh. Okay, es ist also derselbe Boss. Der verliert immer wieder Teile. Oh, scheiße. Es wird Nacht. Das heißt, jetzt werden sie aggressiv. Alarm geht los. Verdammt, der kassiert ja keinen Schaden mehr. Warum? Oh, come on. Ah, jetzt nimmt er wieder Schaden. So, ja, ja, das sieht doch gut aus. Momentan noch.
Gut. Jetzt machen wir uns noch ein bisschen größer. Noch extra Schaden. Jawohl. Yes. Ich habe nicht einen einzigen verloren gerade. Und geschafft. Also ich muss sagen, Raum 1 und 2 waren tatsächlich ein bisschen so eine Schwierigkeit. Huh. Okay, all diese Zombie-Filme zu schauen, war es wert. Nice. Ich bin der Beste, genau. Das war Pillepalle. Ist klar, genau. Der ist was passiert. Ja, einen habe ich verloren. Hast es, Mülltonnen zu durchsuchen? Eieie. Ah, Büchsensammler, talentiert. Hier haben wir wirklich noch so eine Zusammenfassung. Hier können wir noch die einzelnen Tage anschauen. Wo haben wir denn? Hier, ach ja, genau, das war das Ende, genau. Da ist sie mit einem Leben zwar noch in Buchs reingesprungen, aber das war da nichts. Und hier erstmal mit 3 gemacht. Und hier hatte ich dann die Möglichkeit, Held finden. Das war mein Glück, dass ich hier den kriegen konnte, weil sonst hätte ich ein ordentliches Problem gehabt. Da habe ich hier 4 gekriegt. Dann war hier, ja, die Rettung. Habe ich noch einen 5. gekriegt. Und die 5, die waren jetzt echt, ja, Pillepalle. Zumindest der letzte Raum. Also das war jetzt gar nicht mal so mies. Ja, mal gucken, was haben wir freigeschaltet. Also wir haben hier Anführerschadensbuff, Schaden um 15% erhöht, ist gut. Ein M16. Das müsste ein Sturmgewehr sein. Dann haben wir hier eine passive Fähigkeit gekriegt. Einer deiner Spezialfähigkeiten kann zweimal jeden Tag genutzt werden. Oh, nice. Die oberste, die nicht schon von einem Trichter verbessert wird. Und ja, die Verbesserung gibt dann 3-mal. Nice. Dann einen neuen Charakter, den wir finden können. Expertenüberlebender. Er ist einfach in allem gut. Erhöhte kritische Trefferchance, Nachlade- und Angriffsgeschwindigkeit pro Level. Oha, der wird heftig. Dann haben wir altes Auto. Das ist auch eine passive. Luftangriffe hinterlassen eine Gaswolke, die tödlich für Zombies ist. Dann Anführer Taktik-Buff, Nachladegeschwindigkeit um 10% erhöht und kritische Trefferchance um 10% erhöht. Ich weiß allerdings noch nicht so genau, gilt das nur für den Anführer? Ist ein Anführer-Buff, also müsste eigentlich. Und Granatwerfer. Also ich muss sagen, die Runde, die war gar nicht schlecht. Die war echt nicht von schlechten Eltern. Automatisches Scharfschützengewehr, das ist auch nicht schlecht. Hier die Armbrust, die war auch cool, einfach weil sie Explosivschaden hatte. Ich weiß nicht, ob die dauerhaft so drauf ist, aber... Ja. Also hier hat sich einiges getan, jetzt auch in den letzten 2-3 Wochen, wo ich es jetzt nicht gespielt habe. Da kam eben die Möglichkeit hinzu, sich wirklich eine Modifikation für die legendären Waffen, die man baut, selbst anzukleben und das Ganze auch weiterzuführen. Du kannst theoretisch eine ultra krasse Waffe herstellen. Oder optional, wenn du extrem viele Hämmer hast, kannst du auch alle 3 Waffen kaufen und die mega hoch pushen. Kostet allerdings jedes Mal mehr Hämmer. Also, boah. Boah. Gut, so viel zu Deadly Days. Mir persönlich gefällt das Spiel eigentlich ganz gut. Ist also für zwischendurch. Das ganze Ding dauert jetzt so eine Stunde. Also ja, kommt ungefähr mit so hin mit einer Runde von allen 4 Maps in einer übergeordneten Storyline von Left 4 Dead. Das dauert auch so eine Stunde ungefähr von der ersten Map bis zum Ende, wo man dann abgeholt wird. Kommt hier ungefähr auf dieselbe Dauer hinaus. Ist allerdings ein bisschen mehr Luck-Faktor. Je nachdem, was für Gegner man kriegt und was für Waffen man kriegt, welche Missionen und all das.
sind alles so Faktoren, die halt das Glück bestimmt, wie man es am Ende schafft. Und eben auch das Ende, die ersten beiden Räume, die kannte ich noch gar nicht. Und beim ersten hab's ja schon fast verkackt, weil mir einfach zwei oder drei dieser Gas-Heinriche einfach die Gruppe fast weggebombt haben. Zum Glück habe ich das gerade noch so gesehen, sonst wäre das direkt schon im ersten Raum los geworden. Während der letzte Raum ziemlich easy war tatsächlich. Aber ihr habt ja gesehen, nachdem der Boss Half-Life war, ging der Alarm los und da sind die dann plötzlich fast dreimal so viele Gegner angeschissen gekommen und die waren auch schneller. Also hätte ich da wirklich, ich glaube, ohne den fünften Charakter hätte ich da tatsächlich Probleme gehabt. Aber dadurch, dass ich den fünften noch kurz geholt habe, war das tatsächlich dann doch recht easy. Gut. Es ist jetzt kein allzu teures Spiel. Ich habe vergessen nachzugucken, wie teuer es war. Aber es ist ein kostenpflichtiges Spiel. Dürfte nicht allzu teuer sein. Irgendwie ein 20er oder so irgendwas. Dafür so für zwischendurch oder keine Ahnung, einfach so ja, für ein gute Laune-Spiel kurz, wenn so für zwischendurch. Es ist ganz praktisch. Kann man mal kurz mitnehmen. Von daher, von mir gibt es eine ganz klare Kaufempfehlung. Wenn man denn sowas mag und ja, eben was für zwischendurch haben möchte. Es ist offline. Deswegen noch sowas. Wenn man mal irgendwie einen Internetausfall hat von wegen irgendwas, dann kann man sich das kurz reinpfeifen. Gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder, in einem anderen Spiel. Bis denne und möge dir die Bosse legen können.